Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Delicious Emily's Flitterwochen. So, meine Lieben, wir sind in Episode 17, Level 2. Und da machen wir jetzt auch weiter. Und wir sind immer noch am Sparen, weil wir uns noch einige Dinge leisten müssen. Wobei, das hier kann ich ja schon mal holen. Kostet ja nur 100. Hattest du Gelegenheit, dich mit Patrick zu unterhalten? Es ist komplizierter als je zuvor. Er hat ein Jobangebot erhalten. Das ist wunderbar, oder? Ja, nein? Ich weiß nicht, Mutti, ich bin so verwirrt. Ich will dir mal was sagen, mein Kind. Jeder ist verwirrt. Was denn jetzt? Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie zur ersten jährlichen Passagiertalentshow des Kreuzfahrtschiffes gekommen sind. Wenn das mal nichts ist. Begrüßen Sie unsere ersten Teilnehmer, François und Georges, mit einem mittelalterlichen Schwertkampf. Juhu! So, sehr schön. Dann werde ich hier schon mal alles hochholen wieder, damit wir hier auch genug haben. Wo ist Patrick? Patrick? Wen muss ich hinsetzen? Ach, da ist er ja. Patrick kommt zu spät, ich fasse es nicht. Patrick ist zu spät gekommen. So, das kommt dahin. Dann werde ich auch schon mal die Kartoffeln holen und du kannst dich schon mal da hinsetzen. So, du möchtest das und das. Du möchtest zwei Kaffee direkt trinken. Beide mit Milch und Keks. Alles klar. Oh, jetzt gibt es auch noch den Espresso dazu. So, einmal mit Zucker und Keks und einmal mit allem. So, da kann schon mal sauber gemacht werden. Die beiden brauchen das mit Keks. Ja, ich bin bei euch, ich bin bei euch. So, okay, und er braucht einen Espresso mit Keks. So, und ein... Was ist denn heute los? Großer Kaffeetag hier, oder was? Meine Güte. So. Sehr schön. Okay, er möchte die riesen Lasagne haben und einen Espresso mit Milch und Keks. Dann hole ich aber auch noch das hier, dann können wir da die Dreier-Kombo fertig machen. Perfekt. So, dann ein Kaffee mit Keks. Hier kann wieder sauber gemacht werden. Sehr schön. Muss ich schon was nachholen? Ich glaube eher noch nicht, ne? Ah, es sind ziemlich viele Leute hier unterwegs. So, ich brauche zwei Waffeln mit dem und ein Espresso mit Keks. Ach, Espresso mit Keks, bitte. So. Dann brauche ich noch einen Kaffee mit Keks, eine Waffel mit Sahne und ein Stück Kuchen. Einmal hier noch eben abkassieren, Tisch sauber machen und alles wegbringen. So, dann das hier und nochmal einen Kaffee. Der Kaffee, er kommt, er kommt, der Kaffee kommt, kommt der Kaffee. So. Was rede ich hier für einen Scheiß? Ich weiß auch nicht. So, okay. Jetzt nochmal hier ein Espresso. Oh nein, Espresso mit allem. So, perfekt. Da können wir auch schon mal abkassieren. Da kann sauber gemacht werden. Heute sind aber viele Leute hier, die irgendwas von mir wollen. Bitteschön. Und er möchte Spargel und alle wollen sie Kaffee haben. Kaffee ist aus. Gibt's nicht mehr. So. Du musst dich da hinsetzen, Patrick. Patrick, setz dich dahin. Trink Kaffee. So, hier können wir das machen. Er möchte das und das haben. Kein Problem. Die möchten das und das haben. Auch kein Problem. Tische sind auch schon wieder sauber. Emily, du bist super. So, dann brauche ich einmal das und schon wieder ein Espresso mit Keks.
Und dann werde ich schon mal hier nachlegen. Zumindest an Gemüse. Ja, Gemüse wird ständig gebraucht. So, ein Kaffee mit Milch und Keks, ein Espresso mit Milch und Keks. Perfekt. Hier schon mal abkassieren. So, dann brauche ich das und die Waffel für die Dame. Hier oben muss sauber gemacht werden. Ach, Patrick ist fertig. Ja, das ist super. Dann haben wir ihn schon mal fertig. So, bitteschön. Da kann auch schon direkt wieder sauber gemacht werden. Emily, du musst putzen. Putze, Emily. So, Fleisch hole ich auch schon mal ran. Nur für den Fall der Fälle. Aber irgendwie wollen die alle kein Fleisch. Die wollen heute alle nur Kaffee. Solche Kaffee-Junkies. So, ach, da möchte ja doch mal einer wieder einen Kaffee haben. Einen Kaffee in Fleisch, meine ich. Da möchte doch mal wieder einer Fleisch haben. Kaffee wollen sie ja eh die ganze Zeit haben. Ich bin schon total verrückt. Ich sehe schon nur noch Kaffee hier überall. Alles nur noch Kaffee. So, Kartoffeln muss ich hochholen. Okay. Ja, vor allem die Kroketten halt, ne? Die sind jetzt leer. Hier kann schon mal sauber gemacht werden. Sehr schön. Ziel haben wir schon erreicht. Ja, fehlt nur noch das Expertenziel, aber das kriegen wir auch noch hin. Ich denke, das kriegen wir auch noch hin. Es dürfte eigentlich kein Problem werden. So, bitteschön, abkassieren. Ja, ach komm, das wird überhaupt gar kein Problem. Komischerweise war im letzten Part da die Runde, die erste Runde hier von der... Ich habe den falschen Kaffee genommen. Moment jetzt mal. So, die erste Runde von dem Restaurant, die war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Da hat das nämlich nicht so gut geklappt. Aber gut, jetzt haben wir es. Da war das ganz knapp mit der Expertenrunde. Das war cool, oder? Und der Spaß geht gleich weiter. Und, hast du ihn gefunden? Nein, und ich habe überall gesucht. Wenn er sich wirklich versteckt hält, dann an einem guten Ort. Wir sind auf einem Kreuzfahrtschiff. So viele Verstecke kann es doch nicht geben. Emily, dort draußen ist die Hölle los. Der Gang ist voller Leute, die proben. Außerdem fehlt eines der Rettungsboote. Dein Vater muss also gar nicht unbedingt auf dem Schiff sein. Oh, was? Eins der Rettungsboote fehlt? Hat er sich abgesetzt oder was? Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Weiß ich nicht. Naja, so, ich glaube, ich spare jetzt erstmal noch auf die 500, dann haben wir das schon mal. Und das, dann können wir das Kleinvieh machen. Die nächste Kandidatin ist ein wahrer Augenschmaus. Meine tolle Frau und ihr Sinn für Mode. Meine Damen und Herren, ich möchte meine neueste Modekollektion präsentieren. Durch die 7 Weltmeere. Ich soll Fotos machen? Okay. So, dann erstmal hier wieder alles holen. Kaffee. So. Wie mache ich denn ein Foto? Passiert ja noch nichts. Oder habe ich es schon übersehen? Ah, da jetzt. Ah, okay. Also ich muss dann gar nicht auch dahin rennen, sondern sie macht das dann automatisch. Ich muss halt nur richtig klicken im richtigen Augenblick. Sehr gut. So, dann setze ich dich jetzt mal dahin. Hier ist meine Maus. Dann brauchen wir wieder ein Espresso. Einmal klicken. So. Dann brauche ich das Karottenzeugs. Und das für Patrick. Ja, ich weiß, ich weiß. So, eine Kartoffel. So, und Gemüse brauche ich jetzt. Ich muss Gemüse auffüllen, auf jeden Fall. So, hier, zack. Und Keks. Okay, Milch und Keks und drücken.
Sehr schön. Also Foto machen. Oh mein Gott, jetzt ist es wieder irgendwie stressig hier, ne? Jetzt ist es wieder... Jetzt ist es wirklich wieder stressig. So. So, Moment, Moment, Moment. Ich muss jetzt... Nee, das war falsch. Okay. Ich glaube, wir haben es auch gleich mit den Fotos. Ein Foto brauche ich noch. Dann ist vorbei. Dann kann ich mich wieder darauf konzentrieren, was Patrick möchte. Sehr schön. So, eben abkassieren. Wir brauchen das mit so. Dann zweimal mit Keks. Und einmal Kartoffeln. Und apropos Kartoffeln, die sollte ich auch mal hochholen. So, Kaffee mit Zucker und Keks. Espresso mit allem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, Leute, Leute. Was ist los mit euch? So viel Kaffee ist nicht gut, Mann. So. Okay. Hier muss sauber gemacht werden, Emily. Und die möchte auch einen Kaffee haben. Ich fasse es nicht. Alle wollen so Kaffee haben. So, sobald die hier weg sind, setze ich da Patrick wieder dran, auf jeden Fall. Da muss auch sauber gemacht werden. Was brauche ich? Gemüse. Mit Milch und... Milch und Keks, beide Kaffee und das da. So, dann dahin, dich setzen wir dahin. So, Milch und Keks für die Dame. Bitteschön. Oh Mann, Patrick, jetzt fang du doch nicht auch noch damit an, mit der ganzen Kaffeesucht hier. So, da kann sauber gemacht werden. Dann kann ich schon mal Fleisch raufholen. Und da kann sauber gemacht werden wieder. So. Bitteschön. Ach, wir brauchen noch das Herz immer noch. Es ist noch nicht fertig. Patrick ist noch nicht zufrieden. Aber okay, es wird langsam. Ich denke, wir kriegen das jetzt noch gut hin. So. Eins. 2, 3 und 1, 2. Dann brauche ich noch den Spargel. Den bringe ich da mal eben vorbei. Dann brauche ich das. So, und dann abkassieren. So, goldenes Herz haben wir. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch den Rest schaffen. Ach, die wollen immer Kaffee haben. Diese Kaffeesucht hier. Meine Güte, trinkt und esst doch mal was anderes. Das ist doch nicht gut, so viel Kaffee zu kriegen. Dreier-Kombo, yeah. So. Na, endlich mal jemand, der keinen Kaffee möchte hier. Das ist eine Seltenheit. So. Sehr schön. Also es läuft. Es läuft gut. Er möchte auch mal keinen Kaffee haben. Endlich möchte mal einer eine Erfrischung haben hier. Aber ich muss die Punkte noch erreichen. Das wird schwierig. Und der kann sich einfach nicht entscheiden. Und dann will er nur einen Kaffee mit einem Keks haben. Und einen Eisbecher. Naja, gut. So, Fleisch brauche ich nochmal. Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Um Gottes Willen, das Restaurant ist schon zu. Ach, sehr schön. Expertenziel erreicht. Ich mache mir immer viel zu viele Sorgen. So, ihr beiden. Tschüss. Ach, wie schön. Ist sie nicht toll? Ich kann nicht glauben, dass dein Vater das verpasst hat. So langsam wird das lächerlich. Tut mir leid, Edward, tut mir leid. Ja.
Was will der denn hier ständig von mir? Wieso zeigt er das ständig an? Ich hätte da was Neues, obwohl er nichts ist. Naja, ich weiß es nicht. So, ich denke, das vierte Level können wir auch noch machen. Und dann hier noch ein paar Sachen kaufen. Ach, ich wollte doch eigentlich... Oh, ich bin so blöd. Irgendwie dachte ich jetzt gerade, ich hätte das goldene Mikrofon schon gekauft. Ach, egal. Naja, ist ja nicht so schlimm. Da müssen wir nochmal sparen. Naja, die 500 hierfür kriegen wir auch noch zusammen. Jetzt habe ich für Sie etwas ganz Besonderes. Direkt von den luxuriösen Pools unseres eigenen Spas präsentiere ich Ihnen Bridget und Antonio mit dem Banjo und der Mundharmonika. Oh, wer hätte das gedacht? Ein amerikanischer Volkstanz. Das sind eine Geige und eine Flöte, du Blödmann. Oh, das hört sich schon besser an. Ich glaube, Musik ist nicht sein Ding. Na, sehr schön. So, Patrick. Er kann hier schon mal spielen. Ein bisschen. So, die wollen schon wieder alle nur Kaffee haben. Ach, ich habe schon wieder falsch gemacht. So. Ah, nee, guck mal. Patrick wollte ja so ein Ding haben. So einen Kaffee haben. Na, das ist ja super. Habe ich es ja doch nicht falsch gemacht. Wuhu. So, ich muss schon mal schnell wieder alles auffüllen hier. Aber das sollte ja kein Problem sein. So. Okay, sie möchte das und das haben. Und hier weiter auffüllen. Die Maus sitzt im Kaffee. Oh Gott, hoffentlich will niemand jetzt Kaffee haben. Natürlich wollen sie alle noch den Kaffee. Scheißegal, dass da gerade noch eine Maus drin gebadet hat, ne? So, hier nochmal ein Kaffee mit allem. Und Patrick setzt sich wieder dahin. Sei glücklich und zufrieden. So, Kaffee mit allem. Was möchte er? Kaffee mit Keks. Und das da. Ja, 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 kein Problem. So, das geben wir auch noch ab und dann können wir hier abkassieren. Na, eins zu früh. Egal, ist nicht schlimm. Oh nein, jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Schnell ausbügeln, dann ist er nicht ganz so eingeschnappt. So, Patrick, setz dich hin, such dir was aus. Hau dir den Bauch voll. Spargel und ein Espresso mit Keks. Da kann wieder sauber gemacht werden. Dann brauche ich noch das und das für die beiden. Kein Problem, können wir alles zusammen abgeben. Ist euch mal aufgefallen, dass die Mutter von Emily, ich habe irgendwie gerade den Namen nicht mehr im Kopf, dass die ganze Zeit nicht mal mehr ein Tablett trägt. Also sie hat kein Tablett dabei, wenn sie hier rumrennt. Da frage ich mich, wo steckt sie das denn alles hin? Weil sonst, wenn Emily das irgendwie macht, hat die immer halt so ein Tablett dann auf der Hand, ne? Dass sie da auch wirklich was rumschleppt. Aber hier unsere... Wie hieß sie denn noch? Hieß sie Elvira? Ich weiß es gerade nicht. Hat auf jeden Fall kein Tablett dabei, wenn sie hier irgendwas holt. Finde ich schade. Da weiß man nämlich nicht, wo die Gute das eigentlich hingepackt hat. Oh, jetzt staut sich hier aber wieder alles. Schnell mal alle bezahlen lassen. So. Einmal Kaffee mit Keks. Und Kuchen. Und Patrick ist immer noch nicht fertig. Der muss jetzt auch mal wieder sich da hinsetzen. Okay, das können wir alles noch holen. Können wir hier eine Dreier-Kombo machen. Juhu! So, da können wir den Tisch wieder sauber machen. Alles super. Und da kommt Patrick. Der müsste jetzt glücklich sein. Ja, er ist glücklich. So, hier Milch und Keks. Das heißt, um Patrick brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Der ist auf jeden Fall glücklich.
So. Ja, dann müssen wir nur noch unser Ziel erreichen und so, ne? So, sie möchte das und einen Kaffee mit Keks. Da schwimmt ja einer rum. Was machst du denn da? François Irres Schnorchelabenteuer. Oh mein Gott. Das war unser Fotomoment. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, bitteschön? So, hier kann überall schon sauber gemacht werden. Wir brauchen hier noch einen Kaffee mit Milch und Keks und einen Espresso mit Keks und Kroketten. So. Sehr schön. Dann brauchen wir das. Irgendwie steigt das gar nicht wirklich. Was soll denn das? Ich streng mich hier so an. Aber immer noch nicht geschafft. Also mal überhaupt das Ziel zu erreichen. Dabei strenge ich mich doch so an hier. Ich bin doch so mega schnell. Und alles. Naja, da muss ich vielleicht noch schneller werden. Hier machen wir schon mal ein bisschen Musik. Dann ist sie vielleicht ganz glücklich. Aber sie möchte nur einen Kaffee haben. Alles klar. Bitteschön. So, Fleisch werde ich auch nochmal holen. Wobei ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel. Aber naja, besser man hat was, als es ist nachher leer. Das wäre nicht so schön. So. Boah, der Tag, der zieht sich gerade wie Kaugummi hier. Oder meine ich das nur? Aber irgendwie... Ja, komm schon. Wir müssen die Punktzahl erreichen, Mensch. ...2345. Da fehlt noch ein bisschen was. ...2400. Okay, es fehlen noch 100 Punkte. Die kriegen wir noch hin. Davon bin ich überzeugt. Wir haben ja hier noch 3 Gäste. Ja, 4. Da kommt nämlich noch einer. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. So, zweimal so. Bitteschön. Und dann hier noch. Ja, perfekt. Expertenziel haben wir erreicht. Gleichzeitig ist das Restaurant zugegangen. Also zugegangen. Es hat geschlossen. So, perfekt. Wieder geschafft. Habe ich eigentlich die Maus gefunden? Ach ja, die war im Kaffee, ne? Wunderbar, wirklich tolle Künstler. Also, es sei denn, es gibt jemand anderen. Ich hätte schwören können. Oh ja, noch eine Nummer und dafür wäre ein Freiwilliger aus dem Publikum nötig. Evelyn, kommst du bitte auf die Bühne? Edward und die Hengste? Oh Gott, was kommt da jetzt? Also was auch immer da jetzt passiert und was sich Edward überlegt hat, das seht ihr dann natürlich im nächsten Part. François dachte, es sei eine gute Idee, schnorcheln zu gehen. Wie sich herausstellt, gibt es hier ziemlich viele Haie. Zum Glück ist nichts passiert. Sehr schön. So, meine Lieben, dann mache ich an dieser Stelle nun erst einmal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Bis dahin. Tschüssi.